Sommer 1940. Deutsche Truppen überrennen mit ihrer Blitzkriegsstrategie das europäische Festland. Polen, Norwegen, Dänemark, Belgien, Frankreich, Holland. Innerhalb nur weniger Monate unterliegen diese Länder dem brutalen Vormarsch der deutschen Wehrmacht. Der Rest der alliierten Truppen wird bei Dünkirchen ins Meer getrieben und zum Rückzug gezwungen. Über englischen Städten kreisen täglich deutsche Bomber und werfen ihre tödliche Last auf die Millionenstädte. Während die Wehrmacht fieberhaft eine Invasion Englands vorbereitet, sucht das alliierte Oberkommando nach einer Lösung seiner strukturellen Probleme. Um den Verlauf des Krieges noch zu ändern, ist ein schnelles Umdenken dringend erforderlich. Ein waghalsiger Plan wird genehmigt. Eine Sondereinheit aus Elitekämpfern soll die Flexibilität und Schlagkraft der alliierten Truppen erhöhen. Nahkampfexperten, Sprengstoffspezialisten und Techniker werden gezielt angeworben und in geheimen Trainingslagern auf ihren Einsatz hinter den feindlichen Linien vorbereitet. Das alliierte Oberkommando sucht nach Männern, die selbst in den ausweglosesten Situationen Initiative zeigen, sich jeder Umgebung anpassen und jede bedrohliche Situation meistern. Ihre Aufgabe? Als Speerspitze der alliierten Truppen dringen sie tief in die deutsch besetzten Gebiete vor und bereiten in unmittelbarer Nähe der deutschen Truppen die Gegenoffensive vor, die zum Untergang des Dritten Reiches führen soll. Das alliierte Oberkommando nennt diese Elitekämpfer Kommandos.